Hallo Gewinnspielfreunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und herzlich willkommen hier zur Auslosung des erstmal letzten Gewinnspiels hier auf deinem, meinem, unseren Tom Thompson Kanal. In einer Ausgabe, die schon lange, lange Zeit zurückblickt, viele Monde sind seitdem vergangen, gefragt wurde, wie oft habe ich damals auf, ich glaube das war Monza mit dem BMW neu gestartet. Die Antwort war natürlich 9 Mal. Mitgemacht haben insgesamt 40 Leute. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich die Kommentare rausgesucht habe. Es war nicht der 1. November, es war ein bisschen schon vorher. Ich habe halt einfach nur verpennt, das Video aufzunehmen. Ihr seht hier auf der Seite viele, viele Namen, nämlich alle die Leute mit der richtigen Antwort. Und ich bin wieder auf random.org und möchte da jetzt das Ganze auslosen. Wie gewohnt, 1 bis 40. Und der Gewinner bekommt von mir einen 10€ Amazon-Gutschein zugeschickt. Natürlich über die über die Nachrichtenfunktion. Gut. Ich drücke mal allen hier die Däumchen, auch wenn ich nicht 40 Däumchen habe. Und mache einfach mal Generate. Na, was ist da los? Generate. Der Gewinner ist die Nummer 24, der General Tong. Der General Tong, der darf sich freuen. Der bekommt nämlich jetzt über die YouTube-Nachrichtenfunktion den 10€ Gutschein für Amazon zugeschickt. Und wie gewohnt, oder wie gesagt, das ist jetzt erstmal das letzte Gewinnspiel, weil ich werde erstmal die YouTube-Einnahmen nutzen, um mir einen Windows-PC zuzulegen für Streaming und die Aufnahme, damit wir einfach von der Qualität her nochmal eine Ecke drauflegen und bei gerade beim Streaming-Bereich da noch viele, viele lustige Möglichkeiten uns freischalten, die euer Leben und vor allem auch mein Leben deutlich vereinfachen werden. Gut, nochmal ein Dank an alle, die mitgemacht haben. Es wird nicht das allerletzte Gewinnspiel sein, nämlich sobald der Windows-PC drin ist, gehen wir wieder zum gewohnten Prozedere über. Und auch wenn ich von Publishern was zugeschickt bekomme, geht es natürlich an euch raus. Gut, das war's jetzt erstmal. Ich wünsche dir jetzt im Anschluss viel Spaß mit Forza Motorsport 6 und dem Nobel M600. Also, bis gleich auf der Rennstrecke. Ciao, ciao. Dein Tom. Willkommen zurück, Forza-Freunde, willkommen zurück, YouTube. Mein Name ist immer noch Tom Thompson und herzlich willkommen hier jetzt endlich zu Forza Motorsport 6, das Ganze exklusiv auf der Xbox One. Im Hintergrund seht ihr den Nobel M600, den wir das letzte Mal aufgebaut haben und den werden wir jetzt heute einmal mal auf die Rennstrecke stellen und gucken, wie schnell der Eimer aus Großbritannien wirklich ist. Atmen kann er, heizen kann er und demzufolge machen wir jetzt ganz schnell in der Karriere hier ein bisschen weiter. Wir werden uns jetzt auf den, wo sind wir denn, Daytona International Speedway bewegen. Den Rundkurs? Leider nicht. Ah, Mist. Also Rundkurs ist es schon, aber nicht das Oval, sondern die normale Version. Also auf geht's. Mit dem ganzen Infield und so. Ihr nächstes Rennen findet auf dem Daytona International Speedway statt. Das Innenfeld dieser Rennstrecke beinhaltet einen 12 Hektar großen See. Ja, warum auch nicht? Da können wir die Karre dann zum Schluss vielleicht gleich versenken, wenn wir damit nicht zufrieden sind. Bevor wir jetzt hier gleich auf der Rennstrecke uns einfinden werden, möchte ich mich ganz kurz bei euch bedanken, nämlich für den grandiosen Support des Review-Videos zum Thrustmaster TX und zum Rennsitz. Das Ding ist richtig gut angekommen und das finde ich auch gut. Da hat sich die Arbeit auf jeden Fall bezahlt gemacht, nämlich ja, das ganze Geschnippel und Ideen finden und Pupsi einladen und Fotos machen und Videos machen und das Ganze mal einfach mal ein bisschen anders als wie sonst so normal. War das jetzt ein deutscher Satz? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall möchte ich Danke sagen an der Stelle. Gut, wir sind hier auf dem Daytona International Speedway des Nächtens. Das ist auch ganz gut, weil tagsüber ist es verdammt warm. Guckt euch den Arsch an. Ah, die Musik dazu. Da, da. So, wir gucken mal bei den Tramator gerade rein. Da sind wir auf Pro, ich gehe mal auf Experte runter. Warum? Weil ich heute noch keinen Meter gefahren bin und ich einfach erstmal ein bisschen brauche, um wieder reinzukommen. Leute, die mir schon länger folgen, die werden schon wissen, oh Thompson, erstes Rennen der Aufnahmesession. Das kann doch nach hinten losgehen. Ich bin da immer ein bisschen hippelig. Hab einen schönen Kaffee jetzt neben mir stehen. Weg von Energy Drinks, waren wir nicht gerade nach unten? Jetzt sind wir wieder oben. Gut, wir stehen mitten an der Schräge. Ich will aufpassen. Wenn ich hier voll durchtrete, weil die Steilkurven sind wirklich so steil, kann es gut sein, du... Oh Gott, viel zu spät, viel zu spät, viel zu spät. Da kann es gut sein, dir rutscht der Arsch dann sofort weg. Ziel ist Platz 3. Und wir haben hier richtig große Autos mit dabei. 430er Ferrari, allgemein Ferrari ist hier ganz schön groß vertreten.
Ich habe übrigens die Drift-Anzeige mal ausgemacht. Weil da wurde mir auch in den Kommentaren geschrieben, das Ding nervt ein bisschen. Schalten wir lieber wieder ab. Und ihr habt ja wie gewohnt ein Mitspracherecht. Demzufolge richte ich mich auch da ein bisschen nach euch. Okay, der Arsch lenkt extrem mit. Wo sind wir denn aktuell? Platz 9? Das ist ja mal gar nichts. Ich werde heute wieder so ein paar Folgen aufnehmen. Also nicht wundern. Was sind jetzt 18, 19, 20? Ich denke mal so 3 Folgen werde ich heute machen. Und ja, mir ist so ein kleines Malheur passiert. Ich habe euch nämlich eine Umfrage gegeben zu einem Auto. In der Klasse, die wir eigentlich mit dem Noble M600 jetzt abschließen werden. Aber das ist egal. Wir werden trotzdem, oder ich werde trotzdem euer Auto da nehmen. Weil wir fahren ja sowieso die ganzen Rennen. Wo ist denn der Bremspunkt hier? Demzufolge bleiben wir einfach noch ein Rennen länger in der Kategorie hier drin. Ja, die Strecke, mit der bin ich nicht ganz so warm irgendwie. Wäre es ein reines Oval, wird man glaube ich kein Land sehen. Gerade gegen Autos wie den McLaren, der ja absolut nicht langsam ist. Und den richtigen Topspeed, den können wir gar nicht ausspielen. Wir brauchen trotz der richtig großen Leistung, die wir hier anliegen haben. Mit Zwischengas fahren hier. Um das Heckbild zu stabilisieren. Pupsi ist der Nächste. Ja, grüß dich, Pupsi. Pupsi aktuell am Hello Daddeln hier. Der hatte die Hosen voll. So, ich lasse den Dritten drin. Okay, ich nehme doch den Zweiten. Weil ich krieg sonst die Leistung nicht auf die Straße. Der liegt aber ganz gut. Also für Mittelmotor. Klar, der schwänzelt verdammt viel mit. Aber ich bin da nicht warm mehr. Ich bin absolut nicht warm. Stocksteif hinterm Lenkrad hier. Aber wie ich das gelesen habe, was ihr mir in die Kommentare geschrieben habt, ist es ja bei euch genauso da draußen. Dass wenn du eine Weile ein Spiel nicht mehr anrührst, dass du erstmal wieder ein bisschen brauchst, um da hinzukommen. Kollege hatte Probleme hier. Okay. Die drei müssen wir nur noch kriegen. Weil der erste und zweite, naja, redet man nicht drüber. Die sind ein bisschen weit weg. Aber wir sollten sie eigentlich kriegen. Aber der Wagen ist auf gar keinen Fall komplett überlegen. Jo, das sollte man nicht machen. Mal kurz auch zur Elgato gucken, ob auch alles ordentlich läuft. Wenn du unten aufsetzt, dann geht dir der Arsch rum. Den Bremspunkt hier hasse ich extrem, weil ich überhaupt nicht weiß, wo ich hier anfangen muss, in der Eisen zu steigen. Oh Gott. Die drei hätten wir ja locker kriegen können. Alter Thompson? Na, no, mach ich nicht. Aber ihr bleibt hoffentlich schön zusammen und keiner haut hier ab. Guckt euch das an hier. Im Tiefflug. Warte mal, irgendwo muss man hier bremsen. Ist der Scholi der Nächste? Ich fahre einen Rotz zusammen. Also ich fühle mich absolut noch nicht wohl jetzt hinterm Lenkrad hier. Gut, dass ich aktuell jetzt nicht Formel 1 aufnehme. Aber da keine Sorge, da kommen auch wieder neue Folgen. Ich bin nicht schnell. Ich mag den Cross auch überhaupt nicht. Also das ist irgendwie... Langsam aber sicher sollten wir zumindest ein oder zwei Kollegen uns mal krallen, ja? Jetzt geht's wieder ins Oval. Ja, der Ford hat natürlich ordentlich Leistung. Schöner V8. Ich glaube Kompressor aufgeladen, das Ganze. Und das, obwohl ich unten bin und eigentlich weniger Strecke brauche, zieht er mir immer noch davon. Eine Sekunde sind wir nochmal schneller.
diesen Scheiß endlich mal richtig bekommen könnte. Ah, das war gut, das war gut, das war gut. Boah, Leute, bin ich langsam. Das kriegen wir schon hin. Eine Runde haben wir noch, einen müssen wir noch kriegen. Ansonsten fahren wir den ganzen Piss halt nochmal. Schön Druck von unten mitnehmen. Wir sehen schon von der Optik her, dass wir dem McLaren jetzt ganz schön nahe kommen. Reaper Arts, lauter bekannte Namen. Ja, das wird doch schon eher was hier. Also einen von den beiden müssen wir in der Schikane auf der Geraden bekommen. Normalerweise fährst du ja so, dass du, oh, ich fahre einen Scheiß zusammen. Dass du nicht wartest, bis das Auto was macht, sondern dass du dem Auto bestimmst, wo es lang geht. Wenn nicht das Auto ist der Meister, der Fahrer ist der Meister. Aber aktuell ist es so, dass das Auto mir vorgibt, wo ich jetzt, oder was ich jetzt zu tun habe. Und das darf nicht sein. So, alles auf die Schikane. Da müssen wir ihn kriegen. Das heißt, ein letztes Mal diesen beschissenen Bremspunkt suchen. Wo ist denn hier das Zeichen, wo ich bremsen muss? Ich will den Scheiß nicht nochmal fahren. Jetzt haut er mir ab, oder? Das wird wohl so aussehen, als müssen wir den ganzen Rotz nochmal fahren. Ich bin zu langsam. Aber man sieht auch, überlegen ist der Nobel auf gar keinen Fall. Ja, da sind wir durch. Leider noch ein vierter Platz. Shit, 1,53. Mist, 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 Mist. Wir machen gleich wieder ein Pack-Opening hier. Mayo, 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 Mayo. Ja, kurz vor 11. Sie müssen besser werden. Okay, neu starten. Mal wieder mal ein Pack-Opening, ne? Machen wir wieder mal hier, hauen wir 300.000 Kröten mal raus für richtig komische Mods. Das machen wir heute mal wieder. Sie können das Fahrkönnen Ihres Gegners so einstellen, dass er Ihnen ebenbürtig ist. Mods. Wählen Sie Driver-Tar schwierig. Will ich nicht. Um das Fahrkönnen Ihres Gegners anzupassen. Nein, die können mir genug. Ich bin noch einfach zu blöde hier. Oh, hier. Mehr Bodenhaftung und bessere Bremsen. Das können wir doch zum Beispiel schon mal einbauen. Was haben wir noch? Makelloses Überholen. Upgrade-Auszahlungen. 60% mehr Credits. Ja komm, das hauen wir auch noch mit rein. Bist denn du hier? Minusgewicht. Ja. Siehst du, muss man nicht mal Geld ausgeben. Jetzt geht's los. Der Thompson fährt mit Mods. Guck, jetzt bin ich doch unten. Jetzt stehe ich wieder oben. Ich bin im Hyperraum unterwegs, offensichtlich. So, bessere Bodenhaftung und bessere Bremsen. Alles Punkte, die uns auf jeden Fall in die Karten spielen. Haha, Modkarten und so. Und langsam werde ich auch wieder schneller. Das braucht einfach am Anfang ein bisschen. Mein jetzt... Da fahr halt rechts raus, hol dir eine Currywurst hier und lass uns einfach in Ruhe die Rennen fahren. Ah, jetzt. Jetzt kommen wir die Schnelligkeit wieder in die Knochen hier. Irgendwie fühlt sich das dann an, wenn du das erste Rennen fährst, als ob du aus der Kälte rauskommst, reinkommst. Da sind ja auch die Knochen so richtig steif. Du denkst so, oh. Als hätte man dir die Hände eingegipst oder so.
gut, wir haben gerade mal 2 Plätze bisher gut gemacht. Das ist viel zu wenig. Wir wissen aber, dass wir zumindest in der Schikane ordentlich was rausholen. Jetzt muss ich mal gucken, wo die Bremsen anfangen hier. Grünes Licht. Okay, in Sichtweite des nächsten grünen Lichtes. Das ist natürlich jetzt auch eine Angabe. Kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Man könnte sagen, Thompson fahrt doch in den Windschatten, aber ich bleib unten. Traktion haben wir ja genug. Lass mich dann dafür hier ein bisschen raustragen. 3 auf einen Streich, oder? Ich fahre immer noch zu vorsichtig. So wird das wieder nichts hier. Was machen die Kollegen davon? Okay, die sind auch noch alle relativ eng beieinander. Dann will ich schubsen und drängeln. Der Nobel, der fährt sich schon gut, aber irgendwas fehlt. Ein guter Fahrer, würde ich mal sagen, oder? Gut, der Typ ist rechts von mir, jetzt nicht mehr. Die sind alle so weit auseinander. Ich will doch nicht die ganze Zeit bloß den Kram hier fahren. Sechster. Vor uns. Es kommt gleich oben rechts ein grünes Licht. Das war das. Und wenn das andere Grüne kommt, dann steigen wir einfach mal in der Eis und hoffen, dass das reicht. Ja, brems mich aus, genau. Das war gut. Zumindest nicht ganz so schlecht wie vorher. Ist die 4? Gott, wo ist denn der dritte schon? Ab in den Windschatten, da können wir noch ein bisschen was rausholen. Jetzt sind wir schon mal auf der 5. Aber er verhält sich zumindest beim Bremsen jetzt eine ganze Ecke angenehmer. Was auch ein Auto, was du am Gas hängen lassen musst. Boah, du trittst schon fast das Pedal durch, weil du Angst hast, dass du nicht zum Stehen kommst. Zumindest habe ich langsam aber sicher die Strecke drin. Zumindest so ein bisschen. Das Optimum ist was anderes. Und ich fahre auch lustigerweise ein bisschen Sound optimiert. Was heißt das? Ich mag das Gezischern. Ich will es so oft hören, deswegen gehe ich ganz, ganz oft vom Gas. Was total bescheuert ist. Gut. Da vorne ist die 4 und da vorne ist die 3. Die 2 müssen wir wieder mal kriegen. Ist das machbar? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, was bei dem nächsten Bremspunkt. Grünes Licht Nummer 1. Grünes Licht Nummer 2. Bremsen. Auf dem Gas bitte draufbleiben. Uiuiuiui. Insgesamt haben wir, glaube ich, aufgeholt. Bin mir nicht ganz sicher. Ich hab Schiss, dass wir das Ganze nochmal fahren müssen hier. Druck, 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 zieh, zieh, zieh. Wenn es um Topspeed geht, sind wir richtig stark dabei. Ja, genau. Haut euch darüber ein, das ist gut. Wieder zu spät eingelenkt. Okay, wir sind auf der 4. Hoffe ich mal.
Ja, sind wir? Oh, tschu, 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 tschu. Oh, das Ding hört ja gar nicht mehr auf, ey. Jetzt geht's gleich wieder auf die lange Ovalstrecke. Komm doch mal rum! Oh mein Gott. Ja. Ich glaube, das war's mal wieder. Ey, das kann doch nicht sein. Soll ich jetzt noch einen Schwierigkeitsgrad runtergehen, oder wie? Meine... Oder wir haben Glück. Oder wir haben Glück. Ja, das ist natürlich wieder so... Ist so typischer Forza-Zieleinlauf. Du siehst den Erfolg. Aber das Spiel sagt sich, nö. Okay, brauchen wir nicht weiterfahren. Ey, das kann doch nicht Warsteiner sein hier. Also ich sag noch beim Anfang, ne? Wir werden heute die Klasse auf jeden Fall, die schließen wir heute ab. Da fahren wir durch, da müsst ihr euch gar keine Gedanken machen. Halbe Stunde später, wir dümpeln immer noch im ersten Rennen rum. So, wir gehen jetzt einfach nach unten. Sehr erfahren, das ist zwar jetzt schon fast ein bisschen peinlich, aber ich bin halt zu langsam. Trotz Mods. Mehr Bodenhaftung und bessere Bremsen und ich komme immer noch nicht hinterher. Also mehr Kaffee. Da löst einer seinen Motor auf. Entschuldigung. Wir müssen am Anfang uns aus dem ganzen Klamauk hier ein bisschen mehr raushalten. Aber die bremsen hier mir auch ein bisschen zu sehr. Einfach am Anfang probieren, die Leutchen ein bisschen mehr auszubremsen. Jetzt will ich einfach bloß noch durchfahren. Das ist jetzt alles, was ich will. Ich glaube, die Kurve würde man Äftel auch ein bisschen schneller bekommen. Die Strecke ist ja an und für sich nicht schwer. Ich habe jetzt auch noch nicht geschaut, welches Auto aktuell vorne liegt in der Umfrage. Aber wir werden in der GT-Klasse einfach noch ein bisschen bleiben. Grünes Licht. Bin immer noch sowas von eingefroren am Lenkrad. So, wir sind schon mal auf der 3. Das würde bedeuten, wir werden gleich eine andere Rennstrecke sehen. Sehr erfahren. Das ist schon... Das hat schon was. Zurück in die Zukunft so ungefähr. Aber die Autos werden ja auch nicht langsamer, die werden ja immer schneller jetzt. Also von der Forza-Auswahl her. Uiuiuiui. Demzufolge könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Weil mit den ganz schnellen Booten, ich komme damit einfach nicht zurecht, ich weiß auch nicht. Hängt aber auch wieder von der Rennstrecke ab. Aber würden die uns zum Beispiel mit dem LMP1 durch Prag ballern lassen, da gehört das Auto einfach nicht hin. Und Autos sind halt nicht für jedes Terrain gedacht, ne? Sondern Highspeed-Hobel gehören halt einfach auf den entsprechenden Kurs. Man könnte jetzt auch sagen, gut, der Wagen untersteuert, man passt das Setup jetzt einfach an. Aber das Setup arbeitet halt auf dem Kurs jetzt nicht. Bei der nächsten Strecke kann das Ganze wieder ganz anders aussehen.
Ab in den Windschatten. Und auch hier, ihr seht es ja, ne? Ich habe Probleme mitzukommen. Und dabei haben wir schon Kollegen wie ein Ray und sowas schon geschlagen von den Zeiten her. Oh, bremst ihr. Ja, ich bin mir kurz vorm grünen Licht gar nicht mal so blöd dran hier. Oh mein Gott, wir werden nicht einfach einen Sieg einfahren auf dem hohen Schwierigkeitsgrad. Ach, ich bin schon froh, dass ich keinen Formel 1 heute aufgenommen habe. Das wäre heute voll nach hinten losgegangen. Dann nehmen wir jetzt am Mittwoch die nächste Co-op-Session-Multiplayer-Rennfolge auf. Bin mal gespannt, welche Strecke uns da schon in der Hütte steht. Da finde ich es aber auch wieder komisch, weil ich weiß ja, dass da sehr viele, die fahren halt dann abends schon Formel 1 Rennen wie die Verrückten, einfach jede Strecke trainieren. Und das ist halt, das artet jetzt schon in der Liga so ein bisschen aus, so wie es damals bei der GTCC war, dass halt die Leutchen die Zeit haben, die Zeit auch nutzen, um einfach zu trainieren. Gut, kann man machen. Aber es geht halt natürlich an dem Grundprinzip der Fun-Liga ein bisschen vorbei. Warte mal gucken, wie sich das ganze Prozedere da entwickelt. Es ist aber, glaube ich, allgemein so, dass man, wenn man eine Spaßliga aufmacht, dass das Spaß wird immer ernst, immer. Du kannst den Leuten nicht sagen, trainiere nicht, weil jeder will da natürlich mitfahren und vorn mitfahren. In dieser Folge wird aus Spaß wird immer ernst. Aber man sieht es ja auch bei den ganzen Proberennen, wo ich mitgefahren bin. Da war es am Anfang so, da bin ich so Top 2, 3, vielleicht bis 4 oder so immer mal ins Ziel gekommen. Und jetzt haben die Leute schon vom Skill her so zugelegt, man hat es ja gesehen im letzten Rennen, dass es halt nicht mehr für eine Top 5 reicht, von der Performance her. Sondern dass es einfach nur noch für 7 reicht. Irgendwann wird es nur noch für 8 reichen, 9 reichen und immer so weiter. Aber dann mal gucken. Die Saison, die ist da extrem lang. Kommst du rum? Oh, der untersteuert. Aber wie? Aber das ist halt immer der Grundgedanke, den man da hat. Ist, man macht einfach eine Liga so ein bisschen funmäßig miteinander fahren. Das gibt's dann irgendwann nicht mehr. Das wird dann irgendwann purer Ehrgeiz. Und wenn das nicht reicht, dann kommt man halt und sagt, der ist schneller als ich, der cheatet. Sowas finde ich dann auch ganz, ganz minderwertig. Mein Gott. Es wird immer schnellere geben. Es war schon immer so und es wird auch immer so bleiben. Gut, der Unterschied ist jetzt natürlich heftig hier, wenn ich auf die Minimap schaue, wo die anderen Kollegen gerade noch so sind. Ja, ich fahre mit 85 um die Kurve und ab untersteuern. Gut, aber wir sind jetzt endgültig durch. Gott sei Dank. Der Wagen kann auf jeden Fall mehr. Das erste grüne Licht. Das zweite Bremsen. Das ist halt auch gefährlich, weil du siehst nicht, wo die Kurve ist. Du siehst ja nicht mal, die hätten ja wenigstens Reflektoren an diese Müllsäcke hier stellen können. Dass du weißt, Achtung, da ist eine Wand. Da könntest du sterben, wenn du nicht bremst. Also ihr merkt schon, der Thompson macht sich wieder Gedanken hier. Ja, es kommt ja in nächster Zeit. Es kommen viele, viele, viele ordentliche, schöne Spiele. Wie gesagt, ich werde mich da aus den Multiplayer-Sachen, wir waren ein bisschen langsamer, werde ich mich da ein bisschen zurückziehen und ein bisschen mehr da mit euch zusammen da draußen machen. Das ist eigentlich das, wo ich hin will. Multiplayer ist das eine. Aber für mich ist es halt auch Entspannung, wenn ich einfach mal für mich mal ein bisschen was aufnehmen kann. Also mal so allein. Das nächste Rennen findet in Yas Marina statt.
Diese anspruchsvolle Rennstrecke bietet mit jeder Kurve neue Herausforderungen. Ja, deswegen ist eine Kurve. So, wie viel Zeit haben wir? Ich glaube, na, das Rennen machen wir auf jeden Fall noch. Dann werden wir wenigstens was anderes sehen. Ich lasse den Schwierigkeitsgrad. Ne, wir schrauben immer wieder eins nach oben, weil jetzt haben wir ja ordentlich gewonnen. Genau. Jasmarina kenne ich auch. Es ist hell, es regnet nicht. Demzufolge gute Basis. Ne, bei so Multiplayer-Dingen, da hast du halt viele Faktoren drin, die stimmen müssen, damit eine gute Folge bei rauskommt. Wenn du zum Beispiel mit vielen Leuten aufnimmst, Minecraft zum Beispiel oder irgendwas anderes, und einer davon hat einen miesen Tag, dann kann die eine Person schon das ganze LP runterziehen. Weißt du, wie ich meine? Das ist jetzt nicht böse gemeint oder so. Mein Gott, wir sind alles Menschen, ist ja gut so. Aber deswegen, wenn ich jetzt allein was aufnehme, kann ich halt mit euch viel mehr reden und so. Und das fehlt mir auch teilweise. Wenn ich so meine ganzen Videos mir angucke, dann sehe ich so Multiplayer, 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 Multiplayer und so ein unterhaltendes Ding, das fehlt dann ein bisschen. Also jetzt nicht denken hier, das, was ich extrem feiere, ist halt Landwirtschaftssimulator zum Beispiel. Was haben wir jetzt hier? Wir hauen mal die ein paar Mods wieder raus hier. Weil ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit mit Mods hier fahren. Slots anpassen. Du kommst raus. Mehr Credits. Ist doch gut, oder? Das können wir da eigentlich drin lassen. Weil wir haben sowieso keine Traktionskontrolle und so ein Kram. Was haben wir hier? Nur Stoßstange. Nee, Traktionskontrolle ausgeschalten. Erfüllen Sie das Ziel. Das darf ich auch nicht nehmen. Nee, shit, das haben wir schon. Gibt's hier nicht noch was anderes? Komm, wir machen mal ein Pack-Opening. Wir gucken mal, was es da so gibt. Für 300.000 Credits. Kaufen. Vielleicht haben wir noch irgendwas Grünes, was... Sagen wir hier Startposition, uninteressant. Affinitätsstufe, uninteressant. Oh Gott. Risiko, Leistung reduziert, erfüllen Sie das Ziel. Na super. Sagen wir hier Boost. EP-Multiplikator. Na ja, komm. EP-Multiplikator, können wir den reinnehmen? Was haben wir hier? Keine Kollision. Und Affinitätsstufe, fahren wir halt damit noch rum. Und weiter geht's. Weil da ist das Auto jetzt nicht schlechter oder besser davon. So, jetzt schauen wir nochmal, ob die Leistung reicht hier. Durch diese hohle Gasse kommt der Thompson. Ja, sind wir schon mal auf der 7, ist doch gut. Ganz neuer Ford gegen den ganz alten M600. Lass mich doch mal wieder auf die Strecke. Der hält hier volle Kanne gegen. Hubraum gegen Turbolader. Wird der Benz sagen, haha, ich habe Hubraum und Turbolader. Alter, bist du schnell. Einmal rum. Beinchen heb dich, zweimal rum. Oh, der Benz, wie der anreißt. Gerade, dass er uns nicht schon Asphalt auf die Motorhaube schmeißt. Gut, wenn du ein bisschen Zwischengas gibst beim Runterschalten und Anbremsen, dann ist der Arsch auch eine ganze Ecke stabiler. Der alte Ford hat hier Probleme. Fährt mir aber erstmal schön vor die Ideallinie. Komm, verkrümel dich. Dich kriegen wir schon noch. Aber ist nicht so, als mit dem Nobel. Ich bin ja bei weitem nicht überlegen. Harte Gefechte. Und der Benz, der beschleunigt uns halt jedes Mal wieder aus. Ja, schön, wie wir sogar dieselben Bremspunkte haben. Komm rum, komm rum, komm rum, komm rum. Wo ist er? Weg ist er. Race to die.
Punisher. Eieiei. Nee, ich brauche das halt manchmal so für mich, weil ich habe ja immer so die Angst, dass ich so meinen Stil ein bisschen verliere. Hört sich vielleicht bescheuert an, aber wenn du nur Multiplayer machst, dann ist das irgendwie, weiß ich nicht, da verlierst du den Draht zu dir selbst, habe ich zumindest so das Gefühl. Gerade weil ich halt genau weiß, dass es gibt früher oder später wieder Spiele, wo der Singleplayer im Mittelpunkt steht. Und dann musst du einfach, das was dich ausmacht, kommt dann wieder hervor, weil du hast dann keinen, der dir, wie zum Beispiel im Multiplayer, deine, in Anführungszeichen, Arbeit abnimmt. Und so eine Folge kann ja auch einer allein leiten. Wisst ihr, wie ich meine? So ein Multiplayer. Und das gibt's ja im Singleplayer nicht. Wenn du mittendrin feststellst, scheiße, du weißt nicht mehr, was du sagen sollst, dann wird's lustig und peinlich und traurig. Entschuldigung, Lambo. Ja, oh! Das war jetzt aber mit Ansage hier. Ich habe mich nur entschuldigt und ja, pam, einfach mal rüber. Okay. Wo ist er? Diesmal ist er weg. Diesmal kann ich hier ein bisschen rüber, okay. 360er Ferrari, so weit vorn. Okay, ist ja kein schlechtes Auto. Vor allem würde der sich eine ganze Ecke harmonischer fahren. Weil ganz ohne Turbo-Punch. Oje. Minimal zu spät am Bremsen gewesen. Nee, und deswegen bin ich auch ganz froh, ab und zu wieder mal Singleplayer, so für mich wieder was zu spielen. Aber damit ich auch mich selbst wieder so ein bisschen finde. Den Lukas. Genau. Also wer da Fragen hat oder so, da kann ich auch mal eine etwas längere Laberfolge dazu machen. Das sind halt so, das sind Gedanken, die, denke ich mal, ihr da draußen, wenn du keinen eigenen Kanal führst, kannst das nicht nachvollziehen, was ich damit vielleicht meine. Aber das sind halt Gedanken, die ich mir halt selber mache. Und gerade nichts ist schlimmer für den Let's Player, als wenn du so weit gekommen bist, dass du in dem LP, dass du kein Wort mehr rausbekommst. Viel zu früh gebremst. Trotzdem kriege ich die Kurve nicht. Ist ja lustig. Wir gehen damit, die laufen schon fast amok. Pirakan? Lustiges Kennzeichen. Tonk. Da ist, glaube ich, einer gerade den Reifenstapel abgebogen. Man möchte natürlich nicht in einem LP jetzt sagen, und jetzt haben wir hier eine Rechtskurve und die geht heute mal rechts rum. Gefolgt von der Rechtskurve, die zur Abwechslung auch mal rechts rum geht. Das ist ja, da brauchst du nicht mehr anfangen, irgendwelche Videos aufzunehmen, wenn du soweit bist. Das ist der Benzer wieder da. Komm her, komm rum, komm rum, komm rum, komm rum. Der hat ein extremes Untersteuern drin. Auch auf dieser Strecke. Aber wenn er einmal Grip hat, dann geht er auch um die Ecke rum. Aber wenn nicht, dann schiebt er sich einen Wolf. Vielleicht fahren wir auch zu viel Sturz. Weil der hat ja, glaube ich, minus 1,5 Grad, was sowieso sehr viel ist. Hey, ganz schön viele Zweien da drin.
gut, und an dieser Stelle machen wir jetzt einen ganz kleinen Cut. Credits erstmal rausholen noch. Oh, wir dürfen würfeln. Wir dürfen würfeln. Was hätte ich denn ganz gern? Ich warte immer noch auf den BMW M6. Die neue GT3-Version, das wäre ganz schön. Ach komm, gib mir den Z4. Z4, ist er überhaupt dabei? Der ist gar nicht dabei. Ja, kriegen wir halt wieder Credits, ne? Weil ich habe das Auto bereits schon. Danke dafür. Super. 2 Level, jawoll. Okay. Bathurst, Ausdauerrennen. Nice one. Aber die Ausdauerrennen, die haben sie echt in sich, ne? Gut, wir gehen jetzt an dieser Stelle aber auf jeden Fall erstmal raus. Ich möchte euch dann draußen in der nächsten Folge wieder ordentlich begrüßen und jetzt hier nicht mitten im Rennen einfach aufhören. Hat ja auch was mit... Ne? Wir sind ja nett, wir gehen ja ordentlich miteinander um und da gehört sowas dazu. Ich sage auch nicht mitten in der Veranstaltung. Leute, ich gehe jetzt, tschüss. Das nächste Mal sind alle schon drin und dann schreie ich mitten im Raum, hey, grüßt euch. Ne, das machen wir nicht. Wir treffen uns schon draußen vor der Tür und dann gehen gemeinsam raus und gehen aber gemeinsam wieder rein. So, gehen wir mal zurück. Puh, okay. Werfen wir mal einen Blick auf unseren Nobel. Da ist er. Und mit diesem wunderschönen Ausblick sage ich erstmal Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, diese Folge hat dir bitte Spaß gemacht. Wenn denn so sein sollte, Däumchen nach oben nicht vergessen. Abonnieren, Freunde empfehlen, die Katze streicheln und mit dem Hund Gassi gehen. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Forza Motorsport 6. Wir prügeln den Nobel M600 weiter um die Rennstrecken der Forza-Welt. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dein Tom.